Vorsichtig und behutsam beherrscht der sogenannte Turm des gestorbenen Mannes oder der gestorbenen Männer die Bucht von Leuka. Er beweist, dass man alte Warnsysteme von den Küstentürmen des Landes von Otranto verwendete, das der Kaiser Karl V. aus Augsburg verlangte, um die salentinische Küste von den feindlichen Angriffen aus dem Meer zu schützen. Der Turm war in der Vergangenheit mit dem Turm Marcello auf der nordwestlichen Seite der Küste und mit dem Turm von Philipp II. Auf der Landzunge Meliso verbunden. Auf der Küste von Castelnano del Capo findet man sehr alte Beweise der menschlichen Anwesenheit. Zahlreiche Manufakturen gehen zur Bronzezeit zurück und wurden auf der sogenannten Punta Ristola während den Ausgrabungen des Instituts von Archäologie der Universität Lecce gefunden. Hier sollte eine Ansiedlung, die mit der Land- und Weidewirtschaft verbunden war, gebaut werden, wie verschiedene Fragmente aus Keramik und Knochenfragmenten von Nutztieren beweisen. Der Mensch war im Altertum dank der Anwesenheit im Gebiet von zahlreichen Keller und natürlichen Höhlen möglich, die heute besonders auf der Küste von Leuka sichtbar sind. Verschiedene Meeresgrotten haben sich vom Kap Santa Maria di Leuca bis zur Ortschaft Ciardo Richtung San Gregorio gebildet. Einige Grotten bewahren sehr wichtige paläontologische Spuren, wie zum Beispiel Resten von Tieren sowie das Elefant und das Nashorn. Die Küste ist einzigartig und atemberaubend. Sie ist vor allem von der traditionellen Toponomastik der Grotten charakterisiert. Namen, die von den Fischen des Ortes aufgrund der Formen und Erscheinungen, die im Inneren waren, geschöpft wurden. Die Grotte von den drei Türen, die der Giganten und die des Teufels. Auch das Hinterland hat wichtige Beweise der alten menschlichen Anwesenheit im Gebiet von Leuka. Man kann zum Beispiel die Grotten der sogenannten Canaloni der Küste entlang Richtung Norden finden. Man zählt mehr als 43 registrierte Grotten und zugängliche Räume, die als Ansiedlungen und Schutzräume verwendet wurden, als die Küste unsicher wegen der häufigen Angriffe aus dem Meer war. Die Küste von Leuka gehört zu dem regionalen Naturpark Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Sie hat eine wunderschöne Landschaft und ist notwendiger Schritt für alle die Besucher des Salentos. Wenn man auf der Straße am Meer spaziert, erkennt man die schönen Formen des Landzunge Meliso, der von einem großen Dicklicht der Macchia Mediterranea überhäuft scheint und von einem bemerkenswerten Wasserfall überquert ist. Dieses Werk kennzeichnet den Schluss der langen Wasserversorgung des Apulischen Aquädukts. Die von Leuka ist eine alte Geschichte, eine Geschichte, die noch heute tausende Besucher und Touristen anzieht. Einzige und seltsame Räume, wo man ein spontanes Salentos entdecken kann und von der Brise des Ionischen Meeres geschmeichelt wird. Man wird von den pittoresken und unvergleichlichen Landschaften der Küste von Leuka entzückt.